Ja, liebe Uhrenfreunde, mein Name ist Stefan Andrewitsch, Geschäftsführer des gleichnamigen Kunsthandels in Wien. Wie ihr wisst, sind ja die Wanduhren, die Laternenuhren, die Dacheltouren unser Hauptgeschäftsprofil. Aber wenn wir etwas Besonderes finden am Sektor der Kommodenuhren, sei es aus der Empirezeit, sei es aus der Barockzeit, wie in diesem Fall, dann kaufen wir das. Und mit Freude restaurieren es schonend. Und heute darf ich Ihnen eben so eine Uhr präsentieren. Eine ganz besondere Kommodenuhr, im Englischen sagt man Bracket Clock dazu. Eine Uhr, die etwa um 1750 gefertigt ist, mit einem Carillon, das heißt mit einem Glockenspiel und einigen astronomischen Anzeigen, wie zum Beispiel einer Datumsanzeige, der Anzeige der Mondphase mit Mondalter. Darüber hinaus kann man den Schlag abstellen, auch das Sechs-Glocken-Carillon, das Glockenspiel kann man abstellen, dämpfen. Die Uhr hat eine lange Gangdauer, eine Kommodenuhr ist eine Gangdauer von 8 Tagen, etwas Besonderes. Die meisten muss man alle 36 Stunden aufziehen. Und das Schöne an der Uhr ist, dass alle Teile original sind. Selbst die Beschläge, der Schlüssel, es hat sich wirklich alles erhalten. Es ist nichts ergänzt. Das ebonisierte Fruchtholzgehäuse haben wir schonend restauriert. Und das Werk, das übrigens auch eine Repetition hat und die hintere Platine graviert ist, wichtig zu erwähnen, haben wir überarbeitet. Also diese Flammleisten, die Füße, die Beschläge, der Griff haben sich original erhalten. Das Einzige, was gemacht wurde, ist der rote Stoff, den wir als Kontrast eingesetzt haben. Aber das ist ja keine Ergänzung. Wichtig, in allen Teilen original. Und solche Uhren waren früher oft in Bibliotheken. Diese hat eine interessante Geschichte. Die war Teil der Archäologischen Gesellschaft in Brüssel. Da ist sogar noch ein alter Sticker drin am Gehäuseboden und um 1900 etwa und kam dann irgendwie nach Warschau, wo wir sie in der Warschauer Innenstadt aus Privatbesitz erworben haben. Matthias Köttl in Wien, 1712 geboren, wurde erst spät Meister, war ein schutzverwandter Uhrmacher und war dann 1752 Meister bis zu seinem Lebensende bis 1780 Mitglied der Wiener Zunft. Seine Frau war die Elisabeth Köttl, die hat dann nach seinem Tod einen Uhrmacher geheiratet namens Friedrich Ledeck. Der Uhrmacher dürfte erfolgreich gewesen sein, er war Hausbesitzer und selbst die Tochter heiratete einen Uhrmacher namens Josef Uhl. Ja, wenn Sie sich die Uhr im Natura ansehen wollen, besuchen Sie uns einmal in der Stahlburggasse, nur wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt. Und die Informationen, die ich Ihnen da vorgelesen habe, stammen aus unserer neuen Publikation, die Wand- und Bodenstanduhren. Das ist hier der zweite Band, den ich in Händen halte, mit über 14.000 Datensätzen, über 14.000 Uhrmachern, die auf dem Gebiet des Kaisertums Österreich mit über 70 Millionen Einwohnern tätig waren. Und da haben wir alle Wiener Uhrmacher und viele Uhrmacher der Provinzen, man kann fast sagen alle Uhrmacher in Ofenpest und Prag, erfasst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Stahlburggasse 2 und werden Ihnen gern einiges noch weiteres über diese Uhren zeigen und erzählen.